diese Jungs hier ankommen, die Fans in der Eissporthalle von Frankfurt. Mal sehen, wie viel Kraft sie noch haben, nachdem sie hier 15 Minuten lang das Taylor Wonderland besungen haben. Und jetzt geht's los. Jihan Artut, der Mann aus Hannover, wird als erstes auf die Bühne kommen und wird dann hoffentlich auch ein bisschen Dampf machen. Das war der Bruder von Jihan, das ist Anja, seine Freundin. Natürlich alle mit dabei. Der hat mehr eigene Fans mit für die Halle, das ist ja der Wahnsinn. Jihan Artut betritt die Bühne und rockt die Frankfurter Eishalle. Nasse, raus die Darts. Ja, so will ich dich sehen. Fünfzehn Jahre jünger als Jihan Artut ist die aktuelle 56 der Welt. Little John, Roby John Rodriguez. Was ja, losgeht. Der Empfang ist nicht ganz so herzlich, aber das war zu erwarten. Das wird auch Roby John Rodriguez erwartet haben. Darauf haben sie sich eingestellt, eher zusammen mit Menzo Suljovic, dass es vielleicht ein bisschen Sänge gibt seitens der Fans. So ist das einfach bei einem Heimspiel. Natürlich auch in der Sportart Darts. Wie gesagt, er die 56 aktuell. Jihan Artut ist die 54 und jetzt geht's los mit den Deutschlandgesängen und wir hören einfach mal rein. Ist die Gefahr bei Jihan groß, dass er sich zu sehr ablenken lässt vom Publikum? Das ist immer so. Er ist ein Showman. Das ist immer so, dass er da Gefahr läuft. Aber wenn es läuft bei ihm, dann ist er wirklich schwer aufzuhalten. Weil da ist das Publikum genau da, wo es haben will. Direkt hinter ihm und peitscht ihn nach vorne. Aber jetzt ist Zeit zu produzieren. Auf geht's! Also, Roby John Rodriguez eröffnet dieses erste Einzel. Ja, Roby John Rodriguez ist ja einer, der im letzten Jahr dieses Youth World Championship Final erreichen konnte. Das gegen Keegan Brown verlor. Er war beim Grand Slam of Darts dabei. Der hat auch einige große Namen schon bezwingen können. Für beide läuft es nicht so richtig rund in 2015. Er ist beim Bund aktuell. Er hat seine Ausbildung als Zahnarztassistent abgeschlossen. Also auch sich so ein bisschen abseits des Hockeys orientiert. Das war ihm wichtig, das war seinen Eltern wichtig, dass er die Ausbildung abschließt. Und dann versucht er natürlich anzugreifen. Die erste 180 gehört Jihan Artut. Jihan Artut. 136 Punkte Rest. So kannst du Roby John Rodriguez beeindrucken. Und wenn ihn jetzt noch fachgerecht eintütest, dann hast du auch nicht overpaced. Ja, schön 19 für Tops. Breakdarts stehen. Und das ist natürlich auch genau solche Aktion, wo du die Zuschauer mit auf deine Seite ziehst. Absolut. Dann haben sie Grund mitzugehen und Gas zu geben.
Drei frische in der Hand. Doppel 20 Yards. Schön. Schön gemacht. Das gibt Selbstvertrauen. Da holt er sich's. Das ist in Ordnung. Guter 13 Data zum Start als Break. So darf es gerne weitergehen. Arthur ist ja der deutsche Spieler, der die meisten Teilnahmen beim World Cup vorzuweisen hat. Der war bei allen 5 Auflagen mit dabei. 2010 mit André Welge, 2012 mit Bernd Reuth. Die letzten beiden Jahre ebenfalls mit André Welge, dem Mann aus Bremen. Einmal das Viertelfinale erreicht. Schaffen Sie das ein zweites Mal in diesem Jahr? Ja, leichte Ungenauigkeiten bei Raubi. Gian nutzt das perfekt. Klasse, sitzt der erste Dart. Ja, Triple 5. Okay. 95 Punkte, 309 Rests. Gutes Tempo die Partie, guter Rhythmus. Und der sahnemäßige erste Dart von Gian hilft ihm sehr. Was für eine Euphorie in der Halle. Schön. Weitermachen, Gian. 225. Ja, wunderbar. Da ist er wieder. 165, 145 Rests. 125. Gian Arthur, das halten wir jetzt mal fest. Auch wenn gerade mal ein Leck gespielt ist. Er hat ein Average von 105,95. Also von 106. 100% Doppelquote. Also, wollen hoffen, dass er das möglichst lange transportieren kann, auch von diesen statistischen Werten her. 100 Rests, 80 Rests. Und Rodriguez ist nicht in Fahrt, noch nicht in Fahrt. 78 Punkte im Schnitt pro Aufnahme bislang, zu wenig. Ja, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Bester Average von Gian auf einer großen Bühne bei einem großen Turnier waren 687 Punkte im Schnitt. Also wenn er jetzt, auch wenn die Distanz kurz ist, das wirklich ein bisschen halten kann, dann wäre das schon außergewöhnlich gut. Dann wäre das mal so eine Leistung, die er natürlich bei Pro Tour Events immer wieder schaffen könnte. Wow, 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 ich dachte ja gerade jetzt, macht Rodriguez mal eine schöne Blutgrätsche und haut die 170 weg. Doppel 10. Kamon Gian Arthur. Oh, der haut ihn raus. Ah, komm nochmal so ein. Ja, 2-0. Genau so. Und immer erst an dieser Reaktion ist wirklich zu erkennen, was die für Druck haben da oben auf der Bühne. Gerade in diesem Duell Deutschland gegen Österreich. Die kennen sich alle vier seit so vielen Jahren. 0-1-3-7-9, 0-1-11-80. Das Gewinnspiel für zu Hause, aber boom, wir wollen diese 180 die zweite erleben. Die zweite. Klasse Match bis hierhin. Der zündet die Halle an, der bereitet sie vor für Max. Er spielt sie hier alle schön auf die Stühle. 96. Spielt eine sehr gute Partie. Letzte flutscht ihm weg. Und für Rodriguez ist natürlich noch alles drin. Jetzt das Leck gewinnen, 1-2 rankommen. Hier ist noch nichts passiert. Es sind nur 4 Lecks. Anders wäre es, wenn Arthur dieses 3-0 auch hinbekommen könnte. Rodriguez hat sein Finish. Er ist 96 Punkte entfernt. Triple 19 ist eine Pflichtnummer für 170. Ah, hat er nicht erwischt. Rodriguez 6 Darts für 160 Punkte. Das könnte das 1-2 sein. 60 Punkte. 100 Rests. Kann er da noch mal einen raustun? Der Arthur noch mal ein schöner 140. Ja, sehr schöner erster Dart. Es darf auch mehr sein, mein Junge. Oh. 68 Rest. Aber damit weiß Rodriguez, er muss diese 100 jetzt checken. Ganz, ganz wichtige Aufnahme. Ein richtiger Big Point. Doppel 10.
Ja, das ist gut von ihm. Das ist gut von ihm. Stark von Robbie gespielt. Ist ja jemand, der auch viel Emotion zeigt. Und jetzt legt er sich so ein bisschen mit dem Publikum an. Begeh nicht diesen Fehler, mein lieber Robbie John. Na, wir sind ja nicht nachtragend. Schön, 140 von Gian. Kommt immer wieder sehr, sehr gut in die Legs rein. Macht ordentlich Dampf auf Robbie. Und der holt sich jetzt seine Quittung ab. Ja. Prima Darts, Gian Artut, Ausrufezeichen. 6 Darts geworfen, 221 Rest. Das ist die Sache, die wir einfach nicht auf die Kette bringen. Gian geht zum Publikum, sagt, seid ruhig, lasst das nach. Ignorieren, Artur, ignorieren. Ignoriert jeder andere auch. Er nimmt das Publikum an. Also ignorieren, nicht umdrehen und dich verrückt machen lassen von einem pfeifenden Publikum. Vor allem, es lenkt ihn von seinem Fokus ab. Ganz es genau, er sollte sich auf sich selbst konzentrieren und nicht um Ruhe bitten für Robbie John. Der wird sich hier... Der nimmt sich die Zeit, macht noch ein bisschen Break und jetzt die nächste Triple 20. Ja, wenn der drin wäre, geht er wieder einen Schritt zurück. Der ist erwachsen genug da oben auf der Bühne, Herr Artut. 167, zweithöchstes Finish, Triple 20, Triple 19, Bullseye. Jawohl, okay, Nummer 1 sitzt. Triple 3, schade. 98 noch, stellt sie 38, brillante Darts, 6 Satzzeit. Man kann noch mal umbauen, eine schöne 6 für 32 würde ich... ihm anraten, er hat genug Zeit dafür. Jetzt warten wir mal ab, was Rodriguez hier wirft. Das sind 80, das sind 140, 106, die 100 hat er eben gecheckt. Ja. Jetzt ist wirklich die Frage, geht auf diese ungerade Zahl oder baut er um? Er baut tatsächlich um, Doppel 16, hat jetzt halt nur 2 Darts, der muss rein, der ist nicht drin. Chance für Little John. Jetzt kommt die. Oh, der ist gut. 106. Doppel 16. Der ist sehr gut von ihm. Robbie John Rodriguez legt sich mit den Fans hier in Deutschland an. Das ist schon ein emotionaler Typ. Das ist auch einer, der schon so Gas gegeben hat, dass auch die Engländer gesagt haben, mein junger Kollege, komm mal ein bisschen zur Ruhe. Aber das zeigt natürlich auch, der steht natürlich auch selbst so unter Druck. Der hat so einen Druck auf dem Kessel. Ja. Da ist vielleicht auch nicht jede Aktion bedacht und kontrolliert durchgeführt worden. Jetzt wird es natürlich für Gian auch schwieriger. Erste Mal kein Triple. Hat sich selber rausgebracht durch dieses Umdrehen und das Publikum beruhigen. Ignorieren, das müssen wir unbedingt lernen. 58. Schaut, du formulierst schon mit dem pädagogischen Wir. Ah, nur einmal. Ich bin doch auch ein emotionales Wrack. Ich bin doch auch nur ein Mädchen, was hier sitzt und da guckt. Das ist übrigens ganz witzig. 2009, da war er 15 Jahre alt. Da wollte er damals Mensur Suljovic, seinen heutigen Teamgefährten, einmal kennenlernen. Ist in die damalige Dartkneipe von Mensur gegangen. Ja. Und der war nicht selber anwesend. Und da haben die gesagt, hör mal, kleiner Mann, was willst du hier bei uns? Der wurde gar nicht reingelassen, weil er halt nicht besonders alt aussieht. Ja. Ja. Und ist am Tag danach wieder hin. Und dann hat Mensur gesagt, Mensch, komm rein und wir spielen Darts. Und er hat ihn versohlt. Aber das war für ihn so ein Moment, wo er gemerkt hat, ich will mehr, das macht mir Spaß. Also diese Verbindung Suljovic-Rodriguez ist sehr, sehr eng. Und Mensur gibt ihm auch immer wieder noch ein paar Ratschläge, wenn er sie denn benötigt. Wird ja inzwischen von einem englischen Management auch betreut, genau von dem, das unter anderem auch einen Michael van Gerven managt, einen Raymond van Barneveld. Modus Darts Management. Sehr gut korrigiert hier von Gian, geht auf die Triple 19 und trifft sie. Hat sich nicht im Finish-Bereich spielen und jetzt geht das natürlich hier um die Wurst und er macht es. Er genießt es gerade und er macht diese Paul Nicholson Bad Boy Nummer und er steht da drauf.
Und das soll dann auch mal das Publikum lernen, dass ihn das nicht aus der Ruhe bringt, wenn sie da pfeifen. 97. Er hat definitiv seine Anfangsnervosität abgelegt, ja. Rodriguez. Der ist wirklich drin im Match. 57 Rest, 17 für die Doppel 20. Passt. 3-2. 3-2. Und jetzt wird es schwer für Gian Artus. Drei Lecks nacheinander abgegeben. Der hat hier vor ein paar Augenblicken noch mit 2-0 geführt. Rodriguez braucht nur noch ein Leck, um Österreich mit 1-0 Führung zu bringen. Und dann ist der Druck gewaltig auf den Schultern von Max Hopp im Match gegen Suljovic. 2-0 geführt, 240er. Einmal mit dem Publikum geschangelt, dass sie den Rodriguez in Ruhe lassen wollen. Und den Faden komplett verloren. Jetzt ist es wichtig, seinen Aufschlag durchzubringen und dann schauen wir mal. Sehr gut. Prima, Junge, prima. Schön zusammenreißen, schön weiter produzieren. Sehr gut. Und das ist auch wieder so ein Match, das zeigt, wie brutal dieses Spiel Darts ist, wie schnell Matches kippen. Genau. Du hast es eben angesprochen, 2-0 vorne, 240er. Du lässt dich mal ganz kurz aus deiner Zone rausnehmen und plötzlich dreht sich das Ding und Rodriguez bekommt Aufwind. Und jetzt hat er die Karten in der Hand, um hier das Spiel zu machen. 25, 45, das ist zu wenig. 197 Rest. Ja, jetzt geht das Händchen da auch ein bisschen wackelig bei Robby. Robby Little John Rodriguez. 59. Hat ein Finish, ein riesiges. Gian muss da rein. 125. Gute Aufnahme, 125 Punkte, 72 Rest. Rodriguez hat zumindest die theoretische Chance, hier das Match zuzumachen, verpasst die Triple 19 und wirft 64 Punkte. 100 hat er schon gecheckt in dieser Partie. 72, come on, der muss jetzt gemacht werden. Sehr schön. Das ist die Doppel 12. Ja, yeah, klasse. Umdrehen. Unter Druck. Und jetzt. Zwei raus, 70 Punkte gecheckt. 3-3. Es gibt das Entscheidungsleck, das Robby John Rodriguez eröffnen darf. Natürlich ein wichtiger Vorteil für den jungen Österreicher. Seine Eltern kommen ja von den Philippinen. Er ist in Wien geboren. Und aufgewachsen. 60 Punkte. Ein ins Triple. Ah, der ist knapp drunter. 60. Nichts passiert. Ich habe nasse Handinnenflächen, so leide ich hier mit. Ist ja nicht zum Spaß hier. Schaut hier. Ach so. Naja, dann wollen wir mal ein bisschen seriös. Es wären jetzt ein paar Triple angesagt, Herr Artut. Liebend gerne. Sehr schön. Und noch ein rein. 341, immerhin 40 Punkte vorne. Das ist genau der Fight, den wir irgendwie auch erwartet haben, Shorty. Ja, absolut. Mit Beginn dieses ersten Matches. Die 25 von Rodriguez. Macht Artur was draus. Schöne Korrigierung auf die Triple 19. Zwei Treffer. Der Vorteil auf jeden Fall dahin für Rodriguez, dieses Leck begonnen zu haben. Triple 3 abschließend. 207 Rest, 37 Punkte bis zum Finish-Bereich. Komm, jetzt ein Triple noch mindestens. Und dann hat er zwei Dart-Finish. Das sind 40, das sind 59. Das war nicht besonders gut. 148, trauen wir ihm das zu? Ja. Du traust es ihm zu? Auf jeden Fall. Jetzt hier im Entscheidungsleck. Mit einem Ausrufezeichen geht er von der Bühne, um Max nochmal einen kleinen Schubs zu geben. Das macht er. 40. 60. Sechs Darts hat er Zeit dafür. Finish für Rodriguez. Sechs Darts. Er braucht nur diese drei. 73 noch auf Uhr. Triple 19 für Doppel 8 ist eine Riesenidee.
Nochmal nachfragen zur Sicherheit. Klasse gestellt. Klasse. Starker letzter Dart. Tolle Aufnahme. Und jetzt können Sie die Deutschlandfahnen ruhig nochmal schwenken. Jetzt sind Sie sich wohl alle sicher, dass Arthur das machen wird. Doppelquote steht bei 33%. Jeder Dritte ist also drin. Auf geht's. Doppel 8. Come on. Doppel 8. Zur 1:0 Führung schubst für das deutsche Team. Tu's. Wirf ihn tot, genau. Das ist die beste Reaktion, die er darauf zeigen kann. Tot werfen, Mund abputzen, Händen anstellen. 100 Punkte gecheckt, 106 Punkte gecheckt. Jetzt steht die 138 bei ihm. Einfach 19 war das. 96 macht 42, 76 natürlich. Macht 62 über. Triple 10. Ja, versucht. Ja. So, Baby. Come on. Über die Ziellinie. Fachgerecht eintüten. Doppel 8. Belohn dich selber. Doppel 4. Ja, nein, nochmal. 4-3. Das war nicht einfach für Gian Arthur. Das hat er klasse gemacht. Ja. Nachdem er zunächst 2-0 vorne lag, dann drei Legs nacheinander abgegeben hatte zum 2-3. Und dann glich er aus und holt sich dieses siebte Leg, lässt noch ein paar Matchstarts liegen. Durchatmen. Das wird sich natürlich auch der Maximizer alles angesehen haben. Das wird auch seinen Puls ein bisschen nach oben geschraubt haben. Max Hopp, der hat ja hier ein Heimspiel. Der ist wohl 20 Autominuten von der Eissporthalle Frankfurt entfernt. Der will es gleich richten gegen Mensur Soljovic. Zurück in Frankfurt, Achtelfinalabend des World Cup of Darts. Und das ist der Maximizer. 18 Jahre ist er jung. Hier begrüßt er seine Freundin. Das ist der Sohnemann von Christine. Und er hat die Möglichkeit, das deutsche Team ins Viertelfinale zu führen. Vorausgesetzt, er bezwingt jetzt an dieser Stelle Mensur Suljovic, die aktuelle 32 der Welt. So, Mensur Suljovic, der ist also auch schon oben, 41 Jahre ist er alt, spielt ein tolles Jahr 2015, hat nicht nur dieses Viertelfinale erreicht bei den UK Open, bei einem der Major-Turniere, er stand in einem Halbfinale in Hildesheim bei der European Tour, er stand in drei weiteren Viertelfinals, unheimlich konstant ja. Die Auftritte von Suljovic und das wird schwer für Max Hopp. Hoffentlich hat er die Nerven im Griff. Er wirkte vorgestern in der ersten Runde im Doppel so ein bisschen shaky, so ein bisschen nervös. Aber er wird es machen. Er wird es machen. Ich habe irgendwie im, weiß schon, Blut im, ja, er wird es machen. Ja, Mensur Suljovic, genauso wie Gian Arthur, auch einer, der alle World Cup Aufnahmen mitgenommen hat, spielt jetzt hier mit seinem vierten unterschiedlichen Partner, Mike Langendorfer, zweimal an seiner Seite, einmal Dietmar Burger 2012 und jetzt halt zum zweiten Mal Robbie John Rodriguez. 3:44. Vielleicht nochmal zum Modus für die, die jetzt später hinzugekommen sind. 100. Deutschland führt 1-0, sollte Mensur Suljovic ausgleichen, indem er dieses Match gewinnt, dann gäbe es noch ein abschließendes Doppel. Gewinnt Max Hopp 60. Dieses Match, führt Deutschland uneinholbar mit 2-0, steht im Viertelfinale und träfe dann morgen Nachmittag auf England, auf Taylor und Lewis. Na, schön dran gezuppelt, Max. Klasse, erstes Leck. Noch keine Probleme zu sehen und 104 steht.
Ja, der Mensur ist nicht weit weg. 104. Es gibt viele Wege. Er nimmt Triple 20, Doppel 12. Jetzt die Triple 16. Ja, schön. Lässt sich 16 Rest. 141 bei Suljovic. Oh, ist die 536 Rest. Das geht natürlich nicht mehr. 116. Einer war drin, der letzte Doppel 18. Max hatte zuletzt in Venray beim European Tour Event so ein paar Probleme auf das Doppel gegen Simon Whitlock. Das Ding verlor er. Hier lötet er diesen ersten Dart sofort in die Doppel 8. Und das wird ihm gut tun. Das ist wichtig für ihn, dass das auch mit so wenig Versuchen oder gleich beim ersten funktioniert. 1-0 Führung. Drei Legs noch. Und Deutschland steht im Viertelfinale. Mensur hier mit leichten Problemen. Viele 60er in seinem Spiel noch dabei. Kann Max das jetzt hier auch beim Aufschlag von Mensur ausnutzen und ihn vielleicht breaken? Der flutscht ihm nicht ins Single Bull. Ja, das ist ein guter erster Dart für Max. Da kann er wunderbar mit arbeiten. Ach, klasse. Da kommt er. Erste 180 für Max Hopp, der viele Freunde hier in der Halle hat. Familie ist mit dabei, Freundin ist am Start. Und der wirklich einen tollen Zug im Arm hat. Ja. Der feuert diese Darts mit einer hohen Geschwindigkeit in Richtung Board. Ein noch ins Triple. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Finish Max erreicht. Hopp steht auf Break. Gegen Mensur. Der wird natürlich mit dem Druck auch umgehen müssen. Hat ja gesehen, 4-3 von Robby. Er muss dieses Spiel gewinnen, sonst ist vorbei für Österreich. Ja, er hat tatsächlich Probleme. 60, 88, 60, 80. Das ist auch noch nicht der Mensur, den ich das Jahr über gesehen habe. Das läuft ganz, ganz gut für Max. Wenn er hier weiterhin schön dran zieht und seine Form hier transportieren kann von Leg zu Leg. 57. Ja, da sind wir wieder. Entscheidende Gang. 213, der Übergang in die Finish-Geschichte. Wo kommt Mensur hin? Knapp drunter. Noch kein Finish. Angekommen. 113. Hat Hopp das jetzt drauf, die 104. Möglichkeit zum Break für den Maximizer. Starker ist er da. 44 Punkte Rest. Ein auf 12 für die Doppel 16. Das ist knapp vorbei. 113 für Suljovic. Wir haben das im Match zuvor gesehen. Auch eine 2-0 Führung muss nichts heißen. Und trotzdem natürlich ein wichtiger Moment für den Gentle. Und der baut sich an sowas auf wie kaum ein Zweiter, wenn er das Ding hier finishen kann. 36 stehen noch da. Oh, gekratzt hat er aber nicht drin. Come on, Max Hopp. Drei Darts in der Hand. Beide rechts vorbei. Da ist es da rein. Das ist das klasse 2-0 Führung. Für Hopp. Schlückchen Wasser, zweimal durchatmen und jetzt bitte schön dreistellig beginnen. Auch das ist gut, dass er sich die kurze Pause nimmt, diese Erfahrung inzwischen auch hat, zum Tisch zu gehen, einen Schluck zu trinken, wieder den Rhythmus weiterspielen, nicht hektisch werden, weil man führt. Immer erster Dart für Max. Guter Start. Man wartet, so geht es zumindest mir, irgendwie darauf, dass Mensur noch einen Gang höher schaltet. Er hat nicht viel Zeit. Wenn ihm das in den nächsten 3-4 Minuten nicht gelingt, ist Max durch. Das weiß er selber natürlich auch. Max hat auch noch ein bisschen Luft nach oben. Noch kann er ein gewisses Tempo mitgehen. Wie du siehst, kontert er die 140 hier. Prima. Ja, aber Gian, leichtes Lächeln auf den Lippen, fühlt sich ganz gut an bis hierhin. Aber noch sind wir nicht über die berühmte
Ziellinie. Auch so ein Spiel musst du finishen können. Der hat ein paar Freunde gewonnen. Ja, das hat er wohl. 60. Aber damit 60 muss man Punkte, Lebe. 201 Rest. Auch natürlich ein großer Tag für Daniel Ilic, den Darts United, neuer Management von Artut. 100. Zu wenig für Suljovic. Möglichkeit für Max Hopp, wieder als Erster in den Finish-Bereich zu kommen. Er legt vor. In diesem dritten Leg, das sind 80, 121, 101 Rest. Immer sehr konstant unterwegs, 12 Darts, 101, passt. Ja, 96 für Mensur. Das ist ein 2-Dart-Finish, Max Hopp hat ein 3-Dart-Finish. 81 Rest, Triple 19, ja für die Doppel 12, ganz wichtiger Dart. Das war ein kleiner Matchdart. Beim 3-0 ist er meiner Meinung nach durch. 96 Punkte, die muss Suljovic checken. Trifft die Triple 20, zwei Chancen auf der Doppel 18 und diesmal versenkt er ihn auf der Doppel 18. Das ist das Break zugunsten von Suljovic. Und damit ist hier alles wieder in der Reihe. 1-2. Nicht zu lange über den Dart für das 3-0 nachdenken, Max. Kopf frei, rein in die Treppe. 60. Auf geht's. Das nutzen, wenn es geht. Wenn es geht. 17 versucht, Triple 3, 2 getroffen. Vom Verlauf her ja bislang genauso wie die Partie von Artut und Rodriguez. Mhm. Artut führte 2-0, dann kam Rodriguez zurück ins Match. Wenn wir dasselbe Ende dann haben, kann ich damit gut leben. Sehr schön, Max Hopp. Bisschen Killergesicht auspacken, ein bisschen. Dion korrigiert seinen Namen. Ja, 77 Punkte, gut. 96 insgesamt, 219 Rest. Suljovic kommt in den Finish-Bereich, das muss er hinbekommen. Aus seiner Sicht. Ja, fehlen ihm noch zwei Pünktchen, die hat zusammen geschossen. Dieser dritte Dart sehr, sehr knapp vorbei, da kratzt er jeweils am Draht, aber das sind alles 100er Aufnahmen und nicht die erhofften 140er. Ups. Das ist das Finish. Das ist zu wenig. Er muss breaken, also nicht seinen eigenen Aufschlag durchbekommen. Da ist das okay mit 164. Ja, und für all diejenigen, die auf die Highlights der European Games warten, auf die Highlights von Baku, die kommen natürlich sofort im Anschluss an dieses Duell Deutschland-Österreich. Noch. Das kennen wir von Suljovic, dass er jemand ist, der Zeit braucht, trifft die 6, 57 Rest, 164. Zweimal Triple 19 für Bull. Jawohl, er versucht es, aber es kommt anders als man denkt. 58. So, 57. 17 Doppel 20. Ja, ja. Das kennen wir aus Duellen, Schottland, England, kennen wir aus Duellen, Wales, England, kennen wir alles. Das Publikum hast du als Spieler einfach nicht unter Kontrolle. Daran musst du dich einfach gewöhnen. Du hast es nicht unter Kontrolle, ob sie pfeifen, buhen, jubeln. Nicht irritieren lassen, weiterspielen. Wenn es geht, weil Max ist eigentlich gut unterwegs. Beide ziemlich synchron vom Average her. Etwas bessere Checkout-Quote von Mensur.
Aber das ist es auch schon. Viel mehr Unterschied gibt es da gerade nicht. Nichts passiert. Das ist die 100. Das ist nicht außergewöhnlich, aber das ist okay. 341 Rest. Kurzer Blick runter zu Christine. Sie ist ja auch eine gute E-Dart-Spielerin. Ja, definitiv. Also auch auf die WM in Porridge verzichtet, aus Liebe zu ihrem Männer da oben, um ihn hier zu supporten und ihn weit zu bringen. Und Deutschland war im Softtipp unwahrscheinlich erfolgreich bei der WM. Diverse Titel eingeheimt. Mein Glückwunsch geht natürlich auch in die Richtung. Aber jetzt wollen wir ein wenig Stilert sehen. Wunderbare Idee. Klasse. 201 Rest. Was schreibt ihr denn? Wichtiger letzter Dart für Suljovic. 201 Rest. So, jetzt kommen unter die 100 Spielen ein Zwei-Dart-Finish haben. 181 Rest. 121. 101. Sehr gut, sehr konstant. Lässt sich hier nicht durcheinander bringen von Mensur. Also nicht beeindrucken. Ja, 140 auch von ihm, damit auch er bei 101 Zählern. Wichtiger Moment, Hopp wichtiger zuerst. Moment. Bloß kein Break einfangen. Nein. 81, Triple 19, ja, Doppel 12. Aber diesmal bitte. Ja, wichtig, klasse. Klasse. Ah, jetzt die Macho-Pose für sein Mädchen unten mit Zwinker, Zwinker. Es läuft. Es läuft. 3-2. 3-2 Hopp. Ein Leg vom Viertelfinale weg. Ein Leg entfernt vom Duell mit Taylor und Lewis. Und das wird natürlich auch für Suljovic nicht einfacher. Nur 60 Punkte. Ich hatte das Gefühl, dass das ein gutes Spiel wird. Aber dass wir das die Möglichkeit haben, das in zwei einzeln hier zu entscheiden, ist wunderbar mit anzusehen. Suljovic ist ein Beißer. Ja. Der kämpft. 100. Komm, ein Triple. Ein Triple und er würde vorne bleiben. Das ist das Triple. Das sind 80, das sind 100. 301 rechts. Ja, der Dritte, der rutscht ihm öfter rüber, dass er da nicht richtig reinkommt. Oh, die Steffi ist auch dabei. Steffi Lück ist da, ja. Long time no see. Auch eine der besten deutschen Dartspielerinnen, die ja auch auf der PDC-Tour immer wieder mal versucht. In der Qualifikation. Das ist zu wenig aus Suljovic Sicht. Jetzt ist der Vorteil dahin. Max Hopp kann sich jetzt nach vorne spielen. Komm jetzt, ein, zwei Trippeltreffer. Dann könnte das vielleicht die Entscheidung sein. Ups, 21, 41, nutzt die Gelegenheit nicht aus. Noch hat der Atem keine Schnappatmung, noch bin ich relaxed. Guter erster vom Mensur. Ja, der ist drüber. Ja, aber er steht im Finish. Max braucht ein Triple. Gerne mehr. Wäre wichtig, dass er jetzt hier ja, reinkommt und ein bisschen Druck ausüben kann. Komm! Fünfte, 140. 180 gab es ja auch schon im Spiel des Maximizers. 120 Rest. Okay, die 120, die kannst du schon mal mitnehmen. Das weiß auch Suljovic. Der trifft das Triple nicht, hat damit keine Chance mehr. Und Max Hopp bekommt die erste Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Die Chance zum 4-2 in den Legs. Das sogenannte Shanghai-Finish. In diesem 20er-Segment jedes Feld einmal erwischen. Jetzt muss es die Triple 20 sein. Ah, der ist knapp drunter. 60 Punkte. Rest. Es wäre ein Break. Er hat die Möglichkeit noch mit eigenem Aufschlag zu gewinnen, wenn Mensur hier die 100 checkt. Er hat zwei Darts auf diese 100. Doppel 10. Oh, da
lass die Tür auf, rennen! Rennen durch diese Ziellinie. Und wehe, du klatscht am Pfosten. Auf geht's, Hopp. 20, Doppel 20. Erster Matchstart für Max Hopp. Doppel 20. Er ist noch relativ weit drüber. Yeah. Und den setzt er rein. Den setzt er rein. Deutschland bezwingt Österreich mit 2:0. Gian Artuz bezwingt Robbie John Rodriguez und Max Hopp schlägt Mensur Suljovic mit 4:2 in den Legs. Average knapp 90. Völlig wurscht. Sie haben es geschafft. Sie stehen zum zweiten Mal im Viertelfinale hier beim World Cup of Darts. Und sie dürfen morgen Nachmittag gegen England antreten. Ab 14 Uhr gibt es die Übertragung auf Sport 1 Plus. Sport 1 wird sich dann morgen Abend melden, 20.45 Uhr mit den Halbfinals und natürlich auch mit dem Finale. Und jetzt wollen wir schnell abgeben zu den Highlights. Baku, zweiter Tag der European Games. Vielen Dank, Shorty. Gerne, gratuliere Deutschland. Ja. Tolle Nummer, Jungs.